Hallo Udo, grüß dich. Grüß dich, was gibt's denn hier in Seidemarie? Ach du, ich habe jetzt gewartet, bis er mal nichts Ernsthaftes bei mir gibt. Du sag mal, hast du noch mal was gehört wegen dem Ziegenmund? Nee. Nee, ne, ich auch nicht mehr. Das ist ja blöd, was da bei dem gelaufen ist. Na gut, eine andere Frage. Waren die Lebkuchen gut? Du, ich habe noch keins probiert bis jetzt. Ach Die so, stehen nur in der Küche. Bin noch nicht dazugekommen. Ich habe jetzt immer Leute gehabt, die muss aber mal ganz gemütlich gehen ah abends. ja, das ist doch kein Problem. Das Das war ist. ja. Na, die Ich laufe jedes Mal sind. dran vorbei, aber ich habe jetzt immer Leute gehabt zum Essen. Und die tun mal schick gemütlich mir geben. Das Wenn ich machst du jetzt aber in der mal. Buse gefunden habe. Ich habe jetzt nur Leute gehabt. Und jetzt muss er mich erst mal wieder ein bisschen runterholen. Weißt du, Heidemarie, das ist immer wieder dasselbe, wenn du dich beobachtest, dieses zwanghafte Verstreuen der Gedanken. Du kannst es ja nicht ändern. Und es geht ja nicht, dass du es änderst, sondern dass du dir wirklich bewusst machst, dieser Zustand der Erleuchtung ist schlichtweg, dass du jeden Moment dir absolut präsent bist, was jetzt da ist. Und das ist immer wieder, was ich sage, das sind ständig wechselnde Bilder. Und die Bilder, die auftauchen, das ist einmal die eine Seite, was viel interessant ist, was machst du darüber hinaus? Weißt du, das ist wie wenn wir jetzt kiben. Die große Erkenntnis, es gibt erst einmal nur den Geist, der immer ist. Ja. Unabhängig davon, wer du zu sein glaubst. In dem Moment, wo du Geist jetzt glaubst, du bist die Heidemarie, dann hast du hier und jetzt ein gewisses Umfeld. Das haben wir im letzten Fliegenstart, habe ich damit angefangen. In diesen Anfangssätzen habe ich gesagt, wenn ich jetzt sage, schließe mal deine Augen, ist es sehr wichtig, wer bist du und wo glaubst du jetzt zu sein? Das ist dieses, wer bist du, wenn nämlich dieses, schließe mal deine Augen, dich an einen ganz bestimmten Körper denken lassen. Jetzt ist aber noch ein gewisses Hier. Jetzt bist du in Nürnberg. Du kannst aber auch im Fliegenstall sein, wenn du das hörst. Hören tust du das immer jetzt. Ja. Verstehst du? Naja. Das ist immer jetzt. Und jetzt, wenn wir kommunizieren, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, ist jetzt das nochmal nötig, wir Skype. So ist da ein Skype-Programm. Und die Geschichten, die ich dir erzähle, schau mal das Wort Geschichten an. Da ist ein Geist, den schreiben wir rot, und dann sind Schichten. Das sind die Geschichten. Und die bauen aufeinander auf. Und jetzt kommt was sehr Eigenartiges, dass man sich das einmal klar machen muss, wenn wir reden vom Existieren. Das Existere heißt ja heraustreten. Das heißt, wenn ich auf der obersten Oberfläche bin, dann ist das Heraustretende der Unterschied der Welle. Ich mache das einmal ganz einfach. Alles andere ist ein Sein, rot geschrieben. Dieses rot geschriebene Sein, das heißt, es ist auch Skype da, wenn du nicht dran denkst. Wenn du dran denkst, fängt Skype zu existieren an. Das heißt, es wird von dir eine Wahrnehmung. Wenn du nicht dran denkst, ist es trotzdem da in einer tieferen Schicht. Aber es wird von dir nicht wahrgenommen. Du kannst ja immer wieder, du musst jetzt das machen, wenn du diese Schichten dir bewusst machst. Jetzt ist ja Skype ein Programm. Jetzt pass auf, dieses Programm Skype wiederum benötigt, dass es funktioniert, ein Betriebssystem. Wir sagen jetzt in unserem Fall ist das Windows. Das heißt, es ist eine noch tiefere Schicht. Wird es kein Windows nicht geben, wird Skype nicht funktionieren. Wenn Skype jetzt nicht funktioniert, können wir uns nicht unterhalten. All das, was du nicht denkst, ist ein Kontinuum. Ich habe ein schönes Beispiel dazu. Wir denken uns jetzt einmal Meerwasser als Nulllinie. Okay? Und du musst jetzt wissen, auf dieser Nulllinie, das, was du jetzt als Wellen siehst, das befindet sich genau genommen nicht auf der Nulllinie, sondern auf dem Wasserspiegel, und jetzt ist ganz wichtig, ist Ebbe oder Flut. Du siehst mein Bild. Das heißt, in dem Moment, wo Flut ist, ist die Nulllinie weiter oben, in dem Moment, wo Ebbe ist, ist sie weiter unten, und da liegen die Wellen drauf. Das heißt also hier, dass die Ebbe schon eigentlich eine tiefere Schicht ist, die den Nullpegel konstant jetzt in der Zeit etwas nach oben und nach unten verschiebt. Jetzt schau dir mal das Wort Flut an. F, Lut. Erinner dich, Lut heißt ja einhüllen. Das Blut, B, Lut heißt in einer Hülle stecken. Und jetzt haben wir das Lut. Hebraisiert ist ja eine Hülle. Und jetzt hast du eine Facette, die zu einer Hülle wird. Das ist die Flut. Das heißt, diese Abweichung von dem eigentlichen Nullpegel. Und ich sage immer wieder, wenn du dir jetzt die erste Grundwelle im Alltag
Ebbe und Flut dauern 24 Stunden. Wir sagen mal, 24 Stunden Symbolik ist heute. Dann ist praktisch im halben Tag lang ist Flut und im halben Tag lang ist Ebbe. Das ist also hier schon mal das, was du auch hell und dunkel nennst. Das hat dann miteinander zu tun. Ob du das in der hellen oder in der dunklen Hälfte erlebst, ist eigentlich die Sache, ob der Nullpegel weiter unten ist oder ob er weiter oben ist. Aber es ist immer noch mal eins drunter, der eigentliche Nullpegel. Das ist schon eine Schwingung, die aber nichts mit Zeit zu tun hat, Heidemarie. Ich habe dir doch so oft erklärt, dass Zeit ist eine große Illusion, weil letztendlich hast du es immer mit hier und jetzt ständig wechselnden Bildern zu tun. Denk an meine Zeile, die wir uns anschauen, wenn da 1, 2, 3, 4, 5 steht. Wir müssen das Wort herausheben und das Wort, das wir herausheben, hat dann wieder nochmal viele Aspekte. An was denkst du bei dem Wort Udo? Das ist immer wieder, da wird jetzt bei dir eine ganz klare Person in Erscheinung treten, aber mit einem anderen Programm, wenn du glaubst, du bist ein anderer Mensch, löst das Wort Udo eine ganz andere Vorstellung aus. Vielleicht sagst du, ich kenne keinen Udo. Wen meinst du, was meinst du denn für einen Udo? Da merkst du, das wird eine riesen Blackbox, wie ich das immer nenne. Mhm. Was es eigentlich darum geht, ist, dass mit dem Holofeeling, sagst du mal, das macht dich einsam. Jetzt ist es aber, du bist doch der einzige Geist, der immer ist. Du weißt, ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist. Es geht nicht um die Heidemarie. An der im Leben wollen wir gar nichts verändern, sondern es geht darum, dass du dir bewusst machst, dass du als Leser eines Buches was anders bist wie irgendeine Figur in dem Buch. Und ich sage immer wieder, wenn wir Lebensgeschichte wie einen Roman beschreiben, du bist jetzt, du durchlebst das Leben der Heidemarie wie ein, wenn du ins Kino gehst und dir diese Lebensgeschichte anschaust. Du hast es aber vergessen, weil du dich mit der Heidemarie auf der Leinwand in der virtuellen Welt, in der Traumwelt verwechselst. Genau genommen bist du Geist jetzt, ich sag, du liegst jetzt auf einer Wolke und du schläfst und du träumst jetzt dieses Leben. Ja. Ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und was jetzt natürlich mit Holofeeling dazukommt, dass das immer mehr ein Faktum wird. Weißt du, das ist das Verrückte. Und du kannst dich nicht unterhalten. Ich will dir noch mal eine raumzeitliche Geschichte dazu erzählen. Jetzt wieder, es sind nur Worte. Ich sage das so oft, du hörst jetzt nur Worte und die Worte, jedes Wort löst in dir Vorstellung aus. Dein Kopf wird jetzt, dein feinstoffliches Denken wird so ein Kino. Ich war bei meiner Mutter und dann taucht mein Bruder auf. Und das ist jetzt so ein Musterbeispiel, das ist ein ganzer Lieber, aber es ist halt ein hundertprozentiger Materialist. Und dann ist nur, ich sage immer wieder, Rudolf, wenn du mein Bruder wärst, ich würde mit solchen Menschen wie mit dir überhaupt nicht reden. Ich habe eh keinen Kontakt zu ihm. Das ist ja nicht, wir haben überhaupt keine Feindschaft oder was, aber da geht es nur immer um Geld und Geschäfte machen, da gibt es kein anderes Thema. Und ich sage irgendwie geistig sich auseinandersetzen, was das Leben ist, das interessiert ihn überhaupt nicht. Der hat laufende Mine und es war dann, sind zwei Sachen, was hochinteressant war für mich. Und dann habe ich mit meinem Bruder so gesprochen, das war die Kleinigkeit, dann sage ich zu ihm, pass auf, du musst jetzt erst einmal klar machen, was die Wirklichkeit ist. Und ich sage dann immer wieder den Satz, jetzt Wirklichkeit im Sinne eines Materialismus von Wahrheit her gesehen. Was ist mehr Wahrheit? Das, was ich sofort hier und jetzt sofort überprüfen kann, oder ist die Wahrheit etwas, was du noch nie gesehen hast oder was man nicht einmal überprüfen kann, wenn man wollte? Wenn du das anfragst, ist es eigentlich eine dumme Frage. Wie kann ich fragen, ob Wahrheit etwas ist, was noch nie einer gesehen hat und was man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte? Aber jetzt wird sehr interessant, Heidemarie. Die muss klar sein, dass alle Menschen, praktisch alle Menschen, die in einem Traum in Erscheinung treten, die glauben an Dinge, die sie nicht einmal überprüfen können, wenn sie wollten. Zum Beispiel, dass sie das Gehirn und der Körper sind. Jetzt ist es aber doch ein Fakt, wenn du nicht an deinen Körper denkst, ist der nicht da. Und um was zu überprüfen, musst du es zumindest denken. Das heißt, hundertprozentig sicher zu glauben, dass dein Körper auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst und dass du das Gehirn bist und wenn der Körper und das Gehirn vernichtet wird, dann gibt es dich nicht mehr. Ein totaler Trugschluss. Es ist so, das ist im ersten Moment, wenn man Leben lang normal gedacht hat, materialistisch gedacht hat, ist es logisch. Aber dir wird irgendwann einmal klar, dass diese logischen Glaubenssätze von dir verwirklicht werden, obwohl du bei genauerer eigener Meinung feststellst, dass du das nicht einmal überprüfen kannst, ob dein Körper oder dein Gehirn überhaupt existiert, wenn du nicht dran denkst. Das Gehirn kannst du überhaupt nicht überprüfen. Das kannst du nur glauben, dass in deinem Kopf ein Gehirn drin ist und dein Kopf ist nur da, wenn du an deinen Kopf denkst. Jetzt ist interessant, dass diese Materialisten, wenn einer wie der Udo nur das ausspricht, was wirklich ein absolutes Faktum ist, dass diese Materialisten sagt, der spinnt doch, der gehört in die Klapse. Das wird dir immer mehr bewusst, dass du mit normalen Menschen fast nichts mehr zu tun haben willst. Das stimmt.
Das macht allein, das ist der Preis, den du zu zahlen hast. Ich sage immer wieder, nur der Geist kann mir folgen, der aufmerksam zuhört. Und da geht es nicht mehr, dass man blind was glaubt, sondern das Verrückte ist, der Weg geht nur mit wirklichen Fakten. Auf jeden Fall, ich sitze bei meinem Bruder da und da sage ich, pass auf, Rudolf, ich erschaffe jetzt mal was, was die ganze Zeit nicht da war. Und da sage ich, schau mal die Blumen an. Bei meiner Mutter steht, im Pflegeheim auf dem Tisch steht da so ein Blumenstock. Schau mal die Blumen an. Wo waren die jetzt die ganze Zeit? Und das war so ein Musterbeispiel, ja, da gestanden. Na so, hast du es gesehen, während du mich angeschaut hast und wir uns unterhalten haben? Ja, die sind doch trotzdem da. Und da merkst du, da ist nichts, da ist nicht ein Hauch von Geist, der sagt, hey, stimmt ja eigentlich. Verstehst du? Dieses, hey, stimmt ja eigentlich. Sondern nur, nee, und die sind da gestanden und so ein Blödsinn. Und da merkst du, da musst du die Kommunikation komplett abbrechen. Und das ist die Masse. Ich sag dann bloß, Rudolf, pass auf, es ist immer hin und her, du kennst, du bist eine Christliche, aber du bist auch in evangelisch erzogen worden in der Schule, du warst in Konfirmationsunterricht und du kennst den Satz noch, breit ist der Weg der Masse in die Verderbnis. Du bist Masse. Du hast überhaupt keine Überlebenschance. Und ich sage jetzt, das ist keine Drohung, der Udo, den du dir ausdenkst, oder die Mutter hat auch keine Überlebenschance, weil was ausgedacht ist, in Gedanken werden die überleben eh nicht. Bloß wenn du nicht in diesem Leben erkennst, was du wirklich bist, und da hast du nicht einen Hauch von einem Ansatz, du lebst so in einem Wahn von Verwirklichungen, das ist Ego. Und da war kein Streit oder was, aber schön war es dann. Immer wieder dieser Zustand, meine Mutter, die hat ganz aufmerksam dieses Gespräch belauscht. Und die ist sowas von hellwach, die war ja auch in dem Wahn. Und die sagt, Udo, ich verstehe jetzt immer mehr. Ich verstehe jetzt immer mehr. Dann sagt sie so schön, du, mir ist jetzt voll, wie ich euch zugehört habe. Mir ist es so richtig bewusst worden, wo die Weisheit liegt und wo die Dummheit ist. Oh, toll. Dieser Wahn des Glaubens, verstehst du? Und dass ich ja nicht einmal dir vorschreibe, was du glauben sollst. Du weißt, ich sage das immer wieder. Ich erkläre dir, was du bist. Und ich versuche dir zu erklären, wie du Geist funktionierst, wie du Welt machst, wie du Traum machst. Und du hast dabei nicht einmal was zu tun. Du hast bloß aufmerksam aufzupassen und dir immer mehr bewusst zu machen, was bin ich eigentlich? Und du wirst merken, du bist ein Geist, der seine Informationen anschaut, Hanni-Marie. Das ist es. Und du gehst immer in die Irre, sobald du irgend wieder dran zweifelst und du meinst, du müsstest irgendeine Erscheinung in dir, einen Menschen, der in dir auftaucht, fragen, was du glauben sollst. Ja, stimmt. Weißt du, das wird so leicht. Man verliert so sehr die Angst, wenn dir zum Beispiel auch dein Alterungsprozess, dass du doch wirklich dein ganzes Leben lang die Heidi-Marie warst. Egal, wenn ich sage immer wieder, wenn du jetzt drüber nachkriegst, was koche ich heute oder wie mache ich die Plätzle, da denkst du nicht an das Alter von der Heidemarie. Ob du das mit 20 gekocht hast oder jetzt mit 30, 40, 50, 60, es ist der Geist, der sich Gedanken macht, was koche ich jetzt? In dem Moment ist nur der Geist mit seinen Gedanken da. Und dann wird dir klar, dass das nicht älter geworden ist. Ja. Udo, ich habe vorhin dieses eine Gespräch mit dir gehört. Ne? Ich muss da sagen, du, ich bin richtig über mich selber wieder erschrocken, habe gedacht, meine Güte, da hockst du da, machst irgendwie sonst was, statt dir das noch einmal anzuhören. Da habe ich wieder das alles so deutlich gesagt gekriegt, worauf es wirklich ankommt. Und dann lebt man wieder seinen alten Stiefel weiter. Das ist, du fällst immer wieder zurück, aber du wirst merken, die Zeiten, wo du dich wieder ins Jetzt holst und du brauchst den Unterschied wie einatmen und ausatmen. Und du weißt, ich will jetzt nicht nochmal anfangen, wo ich dir erzähle, immer bewusst werden. Die Bewusstheit, Heidemarie, die Bewusstheit und die Unbewusstheit gehört untrennbar zusammen. Das heißt, es gibt keine Bewusstsein ohne Unbewusstsein. Unbewusstsein ist alles, was du dir ausdenkst, und Bewusstsein ist das, was sich das anschaut. Und jetzt ist es also so, dass in dem Moment, wo du zum Beispiel, jetzt kommt dir in den Sinn, und das habe ich so oft gesagt, Mensch, da bin ich wieder neben mir gestanden. Ja. Musst du wissen, pass auf, es gibt nur jetzt. Die wird Die Bewusstheit liegt darin, dass dir eine Unbewusstheit von der Heidemarie bewusst wird. Das sind die zwei Seiten. Anschauen tut es übrigens nicht die Bewusstheit, die du dir ausdenkst, sondern der, der sich beides ausdenkt. Der Witz ist jetzt, dass du erkennst, in dem Moment, wo der Heidemarie bewusst wird, dass sie unbewusst, und jetzt kommt schon der Trick, war. Das denkt sie doch jetzt. Und jetzt ist die Bewusstheit oben und die Unbewusstheit unten. Bloß du schiebst es dann in den Hintergrund, dass du sagst, die Unbewusstheit, die du jetzt denkst, sagst du, das war ich vorher. Wenn das umgekehrt ist, wenn du unbewusst bist, ist keine Bewusstheit da, das ist natürlich auch jetzt, das Unbewusstsein.
Aber ohne das Bewusstsein kann sich die Unbewusstheit selber nicht wahrnehmen. Und darum kippt es immer wieder um. Das ist das Hinken des Satans. Was jetzt nicht Negatives ist, dass ich immer wieder sage, der Satan ist auch kein negatives Wort. Das sei in der Dotter, wenn du das richtig übersetzt. Alles, was du gut siehst, kannst du auch schlecht sehen. Das ist, wenn eine sagen, was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Das ist, die haben eine ganz falsche Vorstellung von Gott. Und die dann doch an den guten Gott glauben, die setzen dann als Böses ihren Satan, den Scheidan. Der schreibt sich ja in der Bibel, schreibt sich der Shin Tet Nun. Jetzt wollen wir wieder Holofeeling machen. Ist Shin, ist das einmal die Logik? Das Tet ist die Neun, ist die Spiegelung. Und das Nun ist die Existenz. Das heißt, eine logisch gespiegelte Existenz. Aber eine Spiegelung ist immer gleichzeitig da. Wenn du in einen Spiegel reinlächelst, als Heide Marie jetzt, dann lächelt dein Spiegelbild zurück. Jetzt ist der Witz, dass du nicht vorher lächelst und es danach zeitlich versetzt ist. Es ist immer zeitgleich. Darum spreche ich vor, wenn ich immer wieder sage hier, es gibt eine Hierarchie, die zeitlos ist, nämlich diese Hierarchie von Subjekt und Objekt. Das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt, das hat nichts mit Zeit, mit chronologischer Zeit zu tun. Du musst dir aber immer ein Zeitfenster aufspannen, um dieses Spiel um beide Seiten zu sehen. Oder erinnere dich an mein schönes Beispiel, wenn du jetzt zum Beispiel schaust und sagst, Mensch, ist jetzt schön still. Du musst wissen, Stille ist ja gar nicht wahrnehmbar. Also ist im selben Moment, spannt sich ein Wissen von Lärm auf, mit dem du den Jetzt-Zustand vergleichst. Denk an die Waage. Jetzt ist die Stille da und du brauchst den Lärm als Vergleich, wobei deine Logik wieder sagt, es war vorher laut. Aber sonst könntest, ohne den Lärm, könntest du die Stille gar nicht wahrnehmen. Und du kannst auch keine Gesundheit wahrnehmen ohne Krankheit. Ja. Weil gesund fühlst du, das gesund, sich gesund fühlen ist immer verbunden mit einem Wissen, dass ich krank war. Was ja immer nur jetzt gedacht wird. Aber der reine Zustand des Gesundfühlens ist ungefähr gleichzusetzen mit der Stille. Das ist nicht wahrnehmbar. Verstehst du? Ohne das andere. Das Holo-Feeling ist ein komplett anderes Weltbild. Und was dir jetzt, wenn du zum Beispiel YouTube-Videos anschaust, mach dir mal bewusst, egal um was es geht, ob das Politik ja sowieso, ob das Esoterik ist, ob das Wissenschaft ist, du wirst nicht ein einziges Video finden, wo die nicht permanent unbewusst auf woanders und auf Raum und auf Vergangenheit zurückgreifen. Und ich erkläre dir jetzt, was in der Esoterik zweimal geschwätzt wird, das ewige Hier und Jetzt, was das wirklich bedeutet. In diesem Gesetz der Polarität und mit dem Zeitfenster, wo wir aufspannen. Und jetzt ist es, wenn du dich hinsetzt, darum habe ich gesagt, das ist bei Bescheidenheit. Es gibt nichts Wichtigeres, wie dass du immer wieder diese Selbstgespräche anhörst und du hörst tausende Mal dasselbe und du wirst jedes Mal wird's ein bisschen mehr Klick in deinem Kopf machen, das wird sich immer mehr installieren. Und es ist keine Manipulation von dem Menschen, Heidemarie, weil du müsstest mittlerweile mitkriegen, dass ich mich in persönliche Leben überhaupt nicht einmische. Egal, was mich einer fragt, soll ich jetzt das machen oder nicht machen und all das Zeug, was du von mir keine Antwort kriegst. Ich sage, beobachte das, was die Heidemarie macht und schau, was er sich damit einhandelt. Leider tut nur der Geist, der beobachtet. Und umso mehr du begreifst, dass die Heidemarie jetzt genauso ein Gedanke ist, den du dir ausdenkst wie der Udo. Das ist die Loslösung. Verstehst du? Du spielst halt jetzt die Rolle. Wie ich immer wieder sage, ein Schauspieler weiß sehr wohl, dass er eher was anderes ist wie die Rolle, die er spielt auf der Bühne. Und dann sage ich immer wieder, im letzten Baum, wenn wir jetzt Tom Hanks nehmen, in Philadelphia hat er einen Krebskranken gespielt. Viele Schauspieler wollen auch einmal kranke, todkranke Menschen oder böse spielen. Verstehst du? Diese Palette, so musst du dir das ungefähr vorstellen, wenn du inkarnierst, du Geistesfunk hast halt jetzt einmal hier das Leben von der Heidemarie spielen wollen. Und wenn man noch an dieser Verkörperung, an der Personifizierung klebt, es macht irgendwann mal wirklich Klack, wie oft sage ich, die Hürde beginnt in dem Moment, wenn du anfängst, du Geist, anfängst dich mit einem ganz bestimmten Gedanken von dir zu verwechseln. Aber egal, was du denkst, es sind ständig wechselnde Bilder und es ist immer nur das da, was jetzt gedacht wird. Und es sind Sachen, die tauchen natürlich in dir auf, wie Klingelingeling, wenn das Telefon klingelt, wo du keinen Einfluss drauf hast. Und du hast jetzt erst einmal keinen Einfluss dran, dass du sofort an dein Telefon denkst und vielleicht dann denkst, wer ruft mich jetzt an? Da sollst du dich ja nicht einmischen, sondern du sollst dir diese Hierarchie bewusst machen, dass hier nicht da außen zweites Gebot halten. Mach dir kein Bild von irgendwas da draußen gibt es nichts. Heide Marie.
Und das, wenn du oft genug hörst, ein Meister wird man durch Wiederholung, dann setzt sich das und dann wird für das für dich so selbstverständlich wie das, was dir bisher ein Leben lang logisch erschienen ist, wird dir immer klarer, dass das zwar logisch ist, aber nicht der Wirklichkeit entspricht. Ja. Dass wenn ich jetzt sage, schau mal auf die Tastatur, schau die Tastatur an, wo war die jetzt die ganze Zeit? Jetzt kannst du ja, die war vor meinen Augen, hast du es gesehen, könntest du es beschwören? Es war ein nicht gedachter Gedanke. Das ist Evolution. Das Herausrollen, ein ständiges Verändern deiner Informationen, das an dem, der schaut, überhaupt nichts verändert. Und der, der schaut, dem uns jetzt ausdenken, ist natürlich auch schon wieder was Ausgedachtes. Darum hast du auch keinen Anfang. Die Logik, die Frage, wo kommst du Geist her? Und du sagst, ich wurde von meiner Mutter geboren. Jetzt denkst du schon wieder an die Heidemarie. Und selbst als Heidemarie könntest du das nicht beschwören. Ich sage immer, du kannst als Frau ein Kind auf die Welt gebracht haben in deinem Traum, aber das ist ja was anderes. Ich sage jetzt, wo kommt der Geist her, der mir jetzt zuhört? Und du kommst von mir, du bist ein Teil von mir. Und ich lasse dich total in der langen Leine. Wir hatten das Spiel ja im Heidemarie-Leben, wo du begeistert warst und dann hatte ich wieder der Teufel geritten. Ich habe dich nicht zurück oder gebittelt und du darfst doch nicht. Ich habe ganz einfach, wie du sagst, du willst damit nichts mehr zu tun haben mit den Holofeeling, habe ich einfach dich aus dem Verteiler raus und dann war der Käse für mich gegessen. Ich sagte, die kommt schon irgendwann einmal wieder angekrabbelt, wenn sie merkt, dass sie wieder in eine Sackgasse reingelaufen ist. Der verlorene Sohn Heidemarie. Das ist Freiheit. Ja. Udo, du hast vorhin gesagt, dass ich diese Rolle als Heidemarie spielen wollte. Da ist mir was nicht ganz klar. Einerseits heißt es doch immer, du hast keine Freiheit. Das ist richtig. Pass auf, das ist, ich fall dir da jetzt gleich ins Wort. Das greife ich jetzt auf, weil in der Esoterik gibt es ja diese Geschichte, wenn eine, bevor eine Seele inkarniert, sucht sie sich raus, was sie im nächsten Leben erleben will. Und in Bezug auf diese Märchengeschichte habe ich das gesagt. In Wirklichkeit ist die Freiheit, umso mehr du aufsteigst, umso weniger Freiheit kriegst du diese Christusgeschichte, fordere dein Wille geschehe, weil du musst, am Anfang steht die nicht denkbare Eins. Da ist alles eins. Mhm. Und Leben beginnt in, ich sage immer wieder, in der Schattenfrau 3 heißt es, das Leben, die Welt beginnt mit der Schizophrenie Gottes. Jetzt musst du wissen, Schizophrenie hast einfach nur ein gespaltenes Bewusstsein. Es ist immer ein Geist, der schläft, ohne zu träumen. Der ist nichts und da gibt es auch keine Welt in seinem Kopf. Der ist eins. Und da du nur Unterschiede sehen kannst, musst du jetzt erst in deinem Kopf eine Division von dir selbst stattfinden lassen. Du musst dich teilen, dividieren und jetzt hast du dividieren, du musst dich zu einem Tier machen und das Tier denkt sich dann wieder Sachen aus. Das ist die Öffnung deines Intellekts wird zu einer Vision, das ist die Division. Und jetzt ist es, dass das Erste natürlich ist, das einmal, ich sage immer Ebbe und Flut. Das ist im Einheitskreis, rein arithmetisch ist es Plus und Minus und das Plus und Minus steht übereinander. Hier, dann, wenn wir uns da drin was denken, was sich dreht, einen Sinus draus zu machen, das ist schon was Ausgedachtes. Jetzt baust du schon ein Zeitfenster auf, wo du sagst, hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Das ist aber doch herauskonstruiert aus einem Einheitskreis, wo Plus und Minus gleichzeitig ist. Kannst du ungefähr jetzt folgen? Ja. Das geht jetzt nur darum, dass du praktisch in deinem Kopf Unterschiede machst. Und diese, du kannst immer nur Unterschiede sehen. Das war das mit den mit der Stille und mit dem Lärm, mit dem Krank und Gesund, mit dem Hell und mit dem Dunkel. Auch jetzt einmal ganz abstrakt mit der Einheit und der Vielheit. Mit dem, was immer da ist und das, was sich ständig verändert. Egal was, warm und kalt, groß und klein, gut und böse, egal was ist. Es sind Polaritäten, die zuerst einmal gleichzeitig auftreten. Das eine gibt's nicht ohne das andere. Du brauchst diese Unterschiede und von den Unterschieden wiederum kannst dann immer wieder plus eins im Vordergrund stellen. Mein Beispiel, wenn ich jetzt das Buch nehme. Das ist jetzt ein Buch, das siehst du jetzt, weil ein Hintergrund da ist. Okay, wenn ich das jetzt aufklappe, ist der Hintergrund weg jetzt auf dem Bildschirm, aber du hast zwei Seiten. Jetzt machen wir praktisch das, was du siehst mit dem Hintergrund. Machen wir jetzt rechts und links. Aber du kannst, wenn du lesen willst, kannst du bloß eine Seite davon anschauen. Ja. Dann ist die andere, und wenn ich jetzt das habe, habe ich ja Haufen Zahlen. Jetzt kann ich dann eine Zeile nehmen, dann sind die anderen die Zahlen im Hintergrund. Das ist ein ganz simples Prinzip. So baut sich das auf. Und das ist, drum ist das Arithmetik. Und das ist, das Leben, der Traum beginnt mit der Schizophrenie Gottes, weil das ursprüngliche eine, ich sage immer wieder, wir denken uns jetzt was nicht denkbares, nämlich an Urknall, bevor er gegalt hat.
Und der knallt immer jetzt. Das ist von Augenblick zu Augenblick. Das ist diese Eruption, dass wir was herausheben und im selben Moment, jetzt in meiner symbolischen Metapher mit dem Meer, sobald wir was herausheben, wird was abgesenkt. Weil arithmetisch immer alles gleich bleibt, immer eigentlich null ist. Egal, was du denkst. Drum ist ja auch dieser Ausgleich, die Gerechtigkeit, dass wenn du jetzt in einem Zeitfenster Phasen von Boshaftigkeit hast, muss zwangsläufig das ausgeglichen werden mit Liebe und umgekehrt. Jetzt muss man natürlich wieder wissen, reden wir von der roten Liebe, die ja allumfassend ist, die Vollkommenheit, die Heiligkeit, oder nur von einer blauen Liebe. Und jetzt wirst du feststellen, dass die Menschen in deinem Traum, die angeblich in der Esoterik glauben, sie wüssten, was Liebe ist. Die Christen, mein erstes Gebot mit das Wichtigste, liebe deine Feinde. Das heißt, liebe den Gegensatz. Die sind so voller Feindbilder, die haben das alles nicht verstanden und die können das nicht verstanden haben, das sind ja jetzt Figuren in einem Raum, die ich auftauchen lasse, dass du das erkennst, darum ist es da. Und du musst der Erste sein, der es versteht. Weil du bist jetzt praktisch, wie ich immer wieder sage, die Welt ist ein Spiegelbild deines Charakters. Und Charakter, den konntest du dir ja nicht raussuchen. Das ist dein Intellekt, das Eingeprägte, heißt ja das Eingeprägte. Interessant ist wieder, dass das hebräische Wort für Charakter schreibt sich API. Das schöpferische Wissen deines Intellektes. Das ist das hebräische Wort für Charakter. Und jetzt ist es, dass du diesen Intellekt zum Denken benutzt. Und das ist wie das Programm im Fernseher oder im Computer. Das Programm, das du benutzt, macht die Bilder. Das heißt, es macht deinen Traum. Dein Intellekt macht den Traum. Und jetzt immer wieder, was ist Welt? Für dich ist die Welt das, was du bei dem Wort Welt dir ausdenkst. Und jetzt gibt's natürlich andere Weltbilder auch noch, die du in deinem Intellekt drin hast, aber da sagst du, das stimmt ja. Oder du hast zumindest bis jetzt gesagt, das stimmt ja nicht, das gibt's ja nicht. Ob ich jetzt sage, die Welt war angeblich einmal eine Scheibe, wie die noch blöd waren, aber die ist ja gar keine Scheibe, aber da haben die sich eine Scheibe ausgedacht. Jetzt denkt man sich eine Kugel aus. Jetzt hast du schon mal was gehört von einer Hohlkugelwelt, dass da welche gibt, die sagen zwar, die Welt da außen ist eine Kugel, aber die Menschen sind nicht auf der Oberfläche, sondern auf der Innenseite der Kugel. Es gibt so viele, wenn du anfängst, dich für Weltbilder zu interessieren, wirst du feststellen, dass aus dir immer mehr kommt. Das ist wie mit E-Dampfen oder sonst was. Du musst nur einen Fokus drauflegen und dann kriegst du aus die Informationen. Die kommen nie von außen, Heidemarie. Ja. Das ist das Verrückte. Es ist ja alles in dir drin. Du bist ein träumender Geist. Du musst es dir jetzt erst ausdenken. Du musst es vor dich hinstellen. Der Materialismus lehrt dich, da außen ist eine Welt, auch wenn du nicht dran denkst und du holst die Informationen von da außen nach innen. Das ist ja, das Wort schon schreit ich ja schon an, ist ein Blödsinn. Das ist wieder, jetzt sind wir am Anfang der Geschichte. Das ist wieder der felsenfeste Glaube an etwas, was noch nie ein Mensch gesehen hat und was man nicht einmal überprüfen könnte, wenn man wollte. Und jetzt sag zu einem, der das glaubt, dass da außen keine Welt ist, wenn du die nicht denkst. Und wenn du dran denkst, ist er in deinem Kopf, ist genau das angeblich da außen, was du dir ausdenkst. Dann sagen die, du spinnst doch, du kannst in die Klapse. Merkst du, dass sich auch hier das Gut und das Böse umdreht? Ja. Dass ich immer sage, die Kleinsten werden die Größten sein und die Größten sind die Kleinsten. Wenn ich hier sage, zeig mir die Weisen deiner Welt und ich werde dir zeigen, dass es die totalen Dummköpfe sind, egal ob du vorher sympathisierst oder nicht, geh auf YouTube und schau dir Videos über Welt verbessern, über Flieh, egal über was. Was überhaupt nicht angezweifelt wird, ist, dass da außen die Welt nicht ist. Die brechen alle das zweite Gebot. Erinnere dich im letzten Fiegenstall-Vortrag als im ersten mit den Pyramiden, was ich dir zeige. Man versucht mit aller Gewalt sich zu erklären, wie die Pyramiden gebaut haben. Aber dass da außen gar keine Pyramiden sind, wenn du die nicht ausdenkst und dass keine Vergangenheit mehr gibt, dass das Geschichten sind. Geschichten. Ich sag, Fehler im Führerscheinprüfungsbogen, wenn du dich an die Fakten, an die Wirklichkeit hältst, die dir plötzlich auffallen und dann hast du die absolut totale Lösung für alle Probleme. Den Preis, den du zu bezahlen hast, ist dein bisheriger Glaube. Ja. Das ist das, und das geht nicht, dass du das erst machst, wenn Figuren in deinem Traum dir eine Bestätigung geben. Dann bist du nämlich bloß wieder ein Mitläufer. Und du merkst, dieser kann, der benötigt nicht, dass man irgendwie Großphysik oder irgendwas studiert haben muss. Man braucht einen wirklich gesunden Menschenverstand. In Du bist ich schreibe ich ganz einfach, du wirst irgendwann einmal erkennen, dass das Pathologischste, also das Krankhafteste, dass du besitzt, das ist, was du ein Leben lang mein gesunder Menschenverstand genannt hast. Diese normale Logik ist die Krankheit. Auch hier drehen wir wieder um.
Das ist immer, du hast zuerst einmal die zwei Seiten. Die geistige Sicht, die göttliche Sicht und die materialistische, tierische Sicht. Und ich sage nicht, dass das eine gut und das andere schlecht ist. Das ist total im Widerspruch. Ich wiederhole nochmal, wenn ich jetzt ein Leben lang, wenn du zu einem gesagt hast, der steht ja neben sich, dann hast du damit ausgedrückt, dass der nicht ganz Bachen ist. Stimmt oder stimmt? Jetzt erkennst du, dass wenn einer neben sich steht und sich selbst beobachtet, dass er zu einem Geist wird, dass es genau das Gegenteil auch bedeuten kann. Und wichtig ist, dass beide Seiten gleichwertig sind. Mein Klingelingeling-Beispiel. Du hast ein Leben lang geglaubt, es klingelt, weil da außen welche sind, die dich anrufen. Und jetzt merkst du, weil das Klingeln in dir auftaucht, macht dein Programm einen Anrufer. Das heißt, hierarchisch steht das Klingeln, ist der Reizauslöser, der jetzt erst in dir den Anrufer schafft. Du hast ein Leben lang geglaubt, dass die Heidemarie von ihrer Mutter abstammt. Und du erkennst jetzt, dass diese Heidemarie, die du dir ausdenkst, plus ihre Mutter von dir abstammen. Weil du sie dir ja ausdenkst. Auch die Heidemarie denkst du dir aus. Und dass diesen Körper ja nur gibt, wenn du an den denkst, dass du nicht dieser Körper bist. Was habe ich im letzten Fingstall gesagt? Das, was man besitzt, ist man nicht. Wenn du sagst, ich habe eine Wohnung, ich habe einen Körper, ich habe Augen, ich habe ein Gehirn, das sind alles Sachen, die du besitzt. Der das besitzt, ist was anderes. Mit dem unterhalte ich mich jetzt. Und da geht es nicht darum, dass man irgendwas glauben müsste, was man nicht überprüfen kann. Das kann jetzt komischerweise aber bloß Geist sich bewusst machen. Und wenn jetzt so Typen auftauchen, ein Gedanke, wenn ich jetzt für dich, ich sage den Udo, sein Bruder, der ist doch jetzt ein Gedanke, ich kann an Rumpelstilzchen denken, an Zubermann denken. Es sind doch nur Gedanken, dass du merkst, dass da nichts ist, was sagt, oha, stimmt ja. Sondern nur ganz massiv, dass so ein Blödsinn, so ein Krampf, die Blumen stehen auch dann da, wenn ich nicht hinschaue. Muss dich gar nicht weiterlassen, einfach wieder reinfallen. Weil wenn du jetzt meinst, du müsstest dem das erklären, weil das dein Bruder ist oder eine Tochter oder Sohn oder Mann oder irgendwie Verwandte sind. Es ist nicht deine Familie. Deine Familie ist was ganz was anderes. Ich unterhalte mich jetzt mit einem Geist. Ich unterhalte mich immer bloß mit Gotteskindern. Das ist ja, wo ich als Udo immer wieder sage, wir sind jetzt zeitliche Geschichte für dich, die letzten 20 Jahre, wenn ich meine Donis oder meine Feddings nenne, das sind ja bildfremde Menschen gewesen. Die sind mir tausendmal näher, selbst jetzt die Heidemarie ist mir tausendmal näher wie mein Bruder oder was ich früher meine Fernanden genannt habe. Nicht, dass ich dann streite, ganz im Gegenteil. Mit mir kann man nicht streiten, aber das ist ganz, ich ziehe mich immer mehr raus und wenn ich bin, mach mal halt banale Sachen, lasse ich das über mich ergehen und dann haue ich wieder ab, weil es geht ja total auf den Keks. Weißt du, ich war nimmer müde zu erklären, du merkst es, ich wiederhole immer, aber nur wenn ich merke, dass ein Gegenüber da ist, ein Geist, der mir zuhört, der lernen will. Aber einer, wenn nur Ego ist, das verteidigt und mir erklärt, dass ich ein Spinner bin. Ich habe kein Ego, ich muss mich nicht rechtfertigen. Okay, Heidemarie. Darf ich noch schnell was dazu sagen? Du hast jetzt das von deinem Bruder gesagt, ne? Normalerweise würdest du jetzt nicht versuchen, ihn da rauszubringen. Sollte das jetzt für die Mutter wieder sein, dass die das erkennt? Das ist genau, ich habe dazu gesagt, dass das für mich, wie er dann weg war, dass das Wunder, ich habe das meiner Frau erzählt, dass die so wach war, wo er dann weg war, weil sie nur gehört hat, weil sie nicht direkt angesprochen war. Sie hat nur aufpasst, das Gespräch beobachtet. Und ich sage, Bub, mir wird das immer klarer, du hast recht, mir leuchtet das jetzt immer mehr ein, sagt sie im Rollstuhl. Das wird immer klarer, umso mehr ich darüber nachgriffe. Die hat so nachgelassen und die sagt, der war schon immer Depp, sagt sie dann jetzt als Mutter, jetzt liebenswürdig, du warst schon immer der Clevere. Ich sage, das hat nichts mit Udo zu tun, es geht eigentlich nur um den Geist, der es beobachtet, weil alles ganz anders ist, ja. Verstehst du? Es ist, wo ich dir gesagt habe, wo ich mit meiner Mutter geredet habe, war ich eigentlich, da habe meine Marion beobachtet und da hat sie immer wenn du im Hintergrund bist und nicht involviert bist und du kannst Parteien wertfrei anschauen und dir eigene Gedanken machen. Der Beobachter, ich unterhalte mich immer mit dem Beobachter von Gesprächen. Du wirst doch nicht glauben, dass ich jetzt das der Heidemarie erkläre, die du dir ausdenkst. Da ist doch die ganze Zeit, wenn du wirklich aufmerksam zugehört hast, du hast natürlich als Heidemarie auch zugehört, aber das ist doch in dem Dialog der Liebe, sage ich, du hast ein Leben lang die Welt als Heidemarie empfunden. Du hast die Dinge durch die Augen der Heidemarie gesehen. Das hast projiziert wie durch einen Projektor. Und alles, was dann als Echo zurückkommt von außen, wird auch mit dem Wertesystem gefiltert. Und nachdem ich in dein Leben auftauche, bleibt es ja.
Aber jetzt kriegst du eine andere Perspektive, dass du dasselbe jetzt auch durch die Augen des Christus siehst. Verstehst du, die allumfassende Liebe ist. Du siehst jetzt, was die Heidemarie sich ausdenkt. Du siehst, wie sie das bewertet und filtert es in die Augen des Christus. Und umso mehr du diesen Charakter durchschaust, das ist das, was ich Kirchengucken immer nenne. Ja. Umso mehr löscht sich das aus, weil die Fragen dann alle abgehakt sind. Die Fehler sind alle erkannt und du wirst alles durch die Augen des Christus sehen. Jetzt wirst du immer mehr der Geist, der du bist. Und es läuft halt eine Zeit lang am Ende des Lebens parallel. Was sich aber auflöst, ist irgendwie eine Angst. Die Geduld musst du lernen. Verstehst du? Da willst du nicht mehr weg sein oder du lässt den Film einfach laufen. Du sagst, ich darf mir den Film bis zum Ende anschauen. Aber es ist das Schöne, dass das letzte Kapitel eigentlich der Film schon abgeschlossen ist und dann kommt noch ein Epilog hinterher. Und das kannst du dann ganz gelassen nehmen. Ich mache immer gerne, ich zitiere meine Inge, das hast du vielleicht schon mal gehört in einem Gespräch, wo ich sage, die Inge drückt das so aus, ich sage, ich komme mir mittlerweile vor wie ein Kind am Weihnachten mit einem Adventskalender. Und ich freue mich jeden Morgen, wenn ich wach werde, bin gespannt, was ich heute noch alles erleben darf. Die sagte mir, ich habe mittlerweile sehr, sehr viel Spaß mit meiner Inge, umso mehr ich wirklich die als was anderes sehe. Und nur diese mechanischen Reaktionen und Interpretationen, ob du Fernsehen schaust, ob du eine Zeitung in der Hand hast, du kannst ja gar nicht anders, dass du einen Fetzen Papier hast und dann denkst du dir Sachen aus und du interpretierst. Und das sollst du ja nicht abstellen, aber die ist mittlerweile ab, was ich sage, absolut präsent, der Geist, der was wird angeschaut, wie reagiert das Inge-Programm drauf, das ist wirklich für sie mittlerweile was sie anschaut. Und sie sagt, das ist eigentlich interessant und ich muss mir eingestehen, jetzt wenn ich in die Inge reinschaue, dass mir fast nicht schnell genug geht, wo man ein Leben lang Angst hat vor dem Tod, vor dem Sterben oder wenn eine Song, ich will weg aus der Welt, das ist es überhaupt nicht. Das ist mehr das Gefühl eines Kindes, das jetzt meinetwegen Adventskalender das fünfte Türchen aufmacht und ihm geht's fast nicht schnell genug, dass es das letzte Türchen aufmacht. Aber nicht weil es Angst, sondern weil es so neugierig ist. Es ist ja jedes Türchen, jeden Morgen ist ja interessant. Aber irgendwann hat man schon vorahnend, ich will jetzt wissen, was hinter dem letzten Türchen dann kommt. Genau. Es ist ein ganz, ganz anderer Zustand. Ohne irgendeine Angst, du kannst es auch nicht aufhalten. So wenig wie eine Raube aufhalten kann, dass er ein Schmetterling wird. Du bist ein Gotteskind und das war ja, wo ich dir geschickt habe, hier mit dem Schaf. Die Geschichte, wenn man sich da weiter, der Frank, die Geschichte, wenn man übrigens weitermacht, ich will jetzt da nicht drauf eingehen, um was das da eigentlich geht, dass die viele Geschichten noch machen wollen, das ist ja so ein Objekt, da geht es eigentlich um dieses Programm, wo man diese Grafik programmiert und dass die jetzt praktisch sich im Internet so eine Gruppe bilden und die wollen jetzt verschiedene Leben darstellen, was man alles erfährt. Und jetzt das nächste Leben von dem Frank, von dem Schaf, der wollte sich ja umbringen, der die Schnauze voll, und jetzt kommt dann ich, der Viktor. Und dann ist diese göttliche Waschmaschine, heißt es ja, ist wie ein Kosmos. Und das nächste Leben, also der nächste Film, der ist in Arbeit. Der nächste Film erlebt er das Leben eines Schmetterlings. Und darum ist er dann diese plötzlich die blaue, er wird als diese blaue Raube geboren mit dem doofen Schafgesicht, wenn dich erinnerst, wo das doof ist. Und dann kommt jetzt eine Geschichte, die sind alle in der Entwicklung, dass er jetzt, dieser Charakter durchlebt das Leben eines Schmetterlings und dann wird immer wieder dasselbe passieren. Er wird immer wieder als neue Kreatur immer ein neues Leben in einer geistreichen Sicht erleben. Und das ist eine ganz, ganz tiefe, das ist der Mensch, der aufsteigt. Und diese Verwandlungen hast du immer wieder. Diese 27 Zeichen, die sind hochinteressant, weil die 27, wenn du nimmst, das ist ja 3x3x3. Und ich in den Ohren baue, so ich dir, das sind drei Wachstumsstufen. Wir können jetzt sagen, auf den Menschen bezogen ist es, wie ich immer sage, bis zur Pubertät ist die erste Wachstumsstufe, bis zur Wechseljahre ist These, Antithese und nach den Wechseljahren ist Synthese. Aber jetzt pass auf, jede dieser drei Wachstumsstufen ist nochmal unterteilt in drei und dann nochmal in drei. Jetzt machen wir mal, pass auf, die Stufe von der Geburt bis zur Pubertät. Und da machen wir jetzt auch drei Felder rein und da ist die erste Stufe ist in der Gebärmutter. Dann wirst du geboren. Die zweite Stufe ist, wenn du in die Schule kommst, wo du selbstständig sprechen kannst. Da bist du vom Säugling, praktisch vom Abnabeln, bis du Schulkind sprechen kannst. Und dann kommt bis zur Pubertät. Das sind drei Wachstumsstufen. Jetzt nehmen wir wieder die erste. Jetzt nehmen wir in der Gebärmutter. Da siehst du zuerst aus wie ein Ei, ein Punkt. Dann siehst du aus wie ein Wurm. Und dann siehst du aus schon wie ein Mensch.
Merkst du, 3 mal 3 mal 3. Das wiederholt sich übrigens in all diesen Stufen. Du merkst wieder, das ist reine Arithmetik. Das ist ein arithmetisches, die Divisionen deines Geistes. Und zu glauben, in den asiatischen Religionen, dass du hinschreist und dich in die Stille meditierst, und das ist alles zwar rudimentär, also grob gerastet, ist überall ein Stückchen Weisheit mit drin. Aber das ist nicht der Sinn des Lebens. In Holo Feeling für Neugierde hast du bist ein Schöpfergott. Das heißt also hier diese Pubertät, die Stufe von Schöpferfähigkeiten. Du kriegst ja mit der Pubertät kriegst du ja körperliche Schöpferfähigkeiten, auf einer höheren Ebene kriegst du dann geistige Schöpferfähigkeiten, die ja schon immer da sind. Als träumender Geist erschaffst du ja deinen Traum. Aber noch, ich sag, du wirst noch geführt, du kannst es noch nicht raussuchen. Wenn du einen Führerschein hast, haben wir auch zwei Hälften. Wir haben Theorie und Praxis. Du fährst ja auch schon, wenn im Führerschein machst, hast du mal den Theorie, den Prüfungsbogen, wie ich das nenne, und du darfst ja auch schon Auto fahren. Aber du bestimmst noch nicht, wo du hinfährst oder was du machst. Das bestimmt noch der Führer. Erst wenn du die Prüfung bestanden hast, darfst du selber fahren und selber bestimmen. Ja. Das ist dann das nächste Leben. Dann kannst du dir eine eigene Welt machen. Lass dich einmal überraschen. Ist alles schon vorbereitet für dich. Wunderbar. Jetzt lassen wir es aber gut sein. Ich danke dir ganz herzlich, Wünsche dir oder? was. Vielen Tschüss. Dank.